deine Resi-Videos. Das freut mich. Das sind übrigens, falls es dich interessiert, zwei gerade aktuell wieder in Arbeit, die wahrscheinlich schon am Wochenende wieder online gehen. Thomas Biscuits. Die Kekse von Thomas als Sammelkarte. So, jetzt muss ich echt kurz ein Ladekabel für den Controller holen, weil sonst wird es wahrscheinlich mitten in irgendeinem Kampf leer und wahrscheinlich pausiert das Spiel nicht automatisch. Ich bin sofort wieder da. Ganz kleinen Moment. Machen wir kurz einfach 5 Minuten Pause, dann mache ich schnell eine Toilettenpause auch noch und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.
da sind wir wieder. Also ich hoffe, ihr auch. Pausenbild aus. Kamerabild an. Ah! Ich habe das Controllerkabel vergessen. Natürlich. Das ist, warum ich aufgestanden bin. Okay, ich hol's noch schnell. Ich bin sofort wieder da. Und High Cup, die Sonne. Bin sofort wieder da. So, jetzt aber. Wo waren wir stehen geblieben? Controller lädt. Wir müssen Thomas finden, der eventuell der Mörder ist, den wir suchen. Zumindest sieht es so aus. Eine rote Perücke, die unseren Verdacht bestätigt, zeigt. Rote Perücke. Ein Hinweis. Nee, wir machen erst wieder Profiling. Oder wenn wir alle haben. Das muss nicht sein. Schauen wir mal ins Badezimmer. Ich nehme an, dass das Badezimmer ist. Wir könnten uns rasieren, aber ich will mich gar nicht rasieren. Niemand will sich rasieren. Ich glaube wirklich, oder? Das kann man sagen. Selbst Leute, die gerne glatt rasiert sind, rasieren sich, glaube ich, nicht gern. Ich glaube, niemand sagt, oh, ich freue mich schon, wenn ich mich morgen früh wieder rasieren kann. Oder? Nee. Das Rasieren an sich ist eher unangenehm, wenn überhaupt, oder? Hey, ich finde zwar den Anzug schon echt den besten, finde ich, den wir haben. Aber wir haben diesen neuen blauen. Genau, der tiefblaue Anzug. Nur weil er neu ist, ziehen wir den auch mal an, eine Runde. Fahren wir mal eine Runde in coolem Dunkelblau. Sieht fast wie neu aus, überhaupt kein Problem. Ja, ein bisschen. Der ist ein bisschen zu langweilig für meinen Geschmack, aber okay. Oh, was haben wir denn da? Kirschkuchen. Cool. Einkäufe, frisch gekaufte Einkäufe, gründlich gereinigt, kaum ein Staubkorn zu sehen. Und es wurde gerade gekocht. Also der war auf jeden Fall, der hat nicht damit gerechnet, dass er aufbrechen muss, der Thomas. Halten wir seinen Spuren mal. Wartet mal, was haben wir hier? Hä? Hält er das jetzt erst auf? Was für eine Art FBI-Agent bist du eigentlich? Mehrere Fußabdrücke. Der Täter muss im Zimmer gewesen sein. Abdruck nasser Schuhe. Also ich habe heute, Nadine, mit Akte X gekämpft, mit The X-Files. Ich hatte einen harten Kampf gegen das Spiel. Ich glaube, ich habe gewonnen. Aber es war wirklich, ich habe den ganzen Tag damit verbracht, dass das wieder funktioniert und dass ich wieder... Naja, morgen in der Folge seht ihr, was ich meine. Starke Zigaretten, die packen wir in unsere Kiste. Wenn mal wieder die Zeit vergehen muss, sind die gut. Wie viel Schallplattenspieler hat denn der? Und ein Klavier? Anscheinend ist es doch nicht einfach ein Hotelzimmer, wie ich erst dachte. Vielleicht hat der hier wirklich gewohnt. Es sieht nur aus wie so ein Road Motel, so ein typisches.
Die Lutscher. Ich frage mich schon langsam, ob die Lutscher vielleicht nicht nur zufällig immer an den Tatorten rumgelegen haben. Vielleicht ist der Mörder ziemlich lutscherabhängig. Ist nicht die Tür. Nee. Okay. Komische Tür. Schuhe von Thomas. Die Schuhe sind in der Wanne, sie sind nass. Es bleibt keine Zeit, sie auszuziehen. Es blieb keine Zeit. Aber wenn keine Zeit blieb, sie auszuziehen, warum hat er sie dann ausgezogen? Verstehe ich nicht. Nach dem Video hast du dir überlegt, alle X-Files-Spiele zu kaufen. Ich meine, es ist halt wirklich sehr klassisches Adventure, das der X-Files, das ich da spiele. Aber schon irgendwie cool und witzig. Okay, der Raincoat-Killer war bei Thomas. Und Thomas hat sich daraufhin ein Kleid angezogen und eine Perücke aufgesetzt. Warum, weiß man nicht. So, Thomas wants us to look around for him a bit more. So there's more to it. Kind of like the bonus footage on a DVD. I hope it's worth watching. Don't you agree, Zach? Okay. York? What was that noise? Damn it! We need to seal off all routes out of town. No need for that, George. Huh? If he was going to leave town, he would have done so by now. Which means he's still got some unfinished business. Ein Kampf mit den Katzen? Nee, hatte ich nicht. Hab ich immer. Mein Leben ist ein Kampf mit den Katzen. Aber nicht wirklich. Aber der Rückblick gerade, unsere Ermittlungen implizieren, dass Thomas nicht der Raincoat-Killer ist, aber dass er in irgendeiner Form mit dem Raincoat-Killer in Beziehung steht. Der kennt ihn scheinbar persönlich. Der Raincoat-Killer wirkte gechillt. Thomas hat sich extra für den Besuch umgezogen, hat sich extra schick gemacht. Vielleicht haben die sogar ein Verhältnis oder so. Man weiß es nicht. Die haben irgendwie einfach so eine Drag Queen Show gemeinsam. Das kann auch sein. Ich weiß überhaupt nichts. Man weiß überhaupt nichts. Zach, do you think they heard what I said? We don't have to make a fuss. Thomas isn't going to leave town. That gives us plenty of time to find a way to view the bonus footage. Uh-oh. Der Regen. Macht uns wahnsinnig. Glaube ich. Ich glaube wirklich. Ich meine, da kann man interpretieren, wie man will. Aber ich glaube, dass der Regen in der Stadt die Leute einfach irre macht. Immer noch. Und deswegen sehen wir nachts bei Regen komische Monster. Die ganz plötzlich aufploppen irgendwie. Ich glaube, das soll eigentlich nicht so sein. Zach, if you notice anything, just stop me. Nee, es ist gerade ungünstig mit Stoppen, finde ich. Da sind überall Monster auf der Straße. Der hat uns gerade 7 Auto-HP abgezogen, der Arsch. Oh oh, was jetzt? Is that Anna? Thank you.
nicht wirklich Anna sein. Und die ist irgendwie ziemlich tot, aber... Okay. Ah, da hinten ist sie. Lief schon eher hier in die Seitenstraße rein, oder? Ja, genau, da ist sie. Okay, gut. Oder es sind doch Geister und sie will uns was zeigen. Man weiß es nicht, wie gesagt. Ist Interpretationssache, was hier in dem Spiel passiert. War da gerade ein Gegner ganz dicht hinter mir? Oh, irgendwie weiß ich nicht genau, was da gerade passiert. Aber ist okay. Laufen wir einfach weiter. Oh, ich glaube, wir werden von Vögeln angegriffen. Das kann ich mich wirklich überhaupt nicht mehr erinnern. Aber okay. Was wirklich so klug auszusteigen, während es regnet, Jörg. Wir wissen doch, was passiert, wenn es regnet in dieser Stadt hier. Ich muss leider echt kurz verschnaufen. Auch wenn da ein Schrotflinten-Zombie aus dem Boden kommt. Lauf! Ich habe das Gefühl, die führen uns im Kreis. Die Musik könnte aus so einem 80er-Jahre-Zeichentrickfilm sein, wie Biene Maya oder so, oder Vicky. Wenn das nicht sogar älter ist, oder 70er oder so. Bin mir nicht sicher. Hey, die führen uns im Kreis. Kann doch nicht sein. Stehen bleiben! Sofort stehen bleiben, Anna! Du kannst das hier nicht im Kreis führen die ganze Zeit. Wie soll denn das hinführen? Ich werde hier von Raben attackiert währenddessen. Das geht doch nicht. Ach, ich frage mich, was das Spiel gerade von uns will. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht muss ich einfach... Vielleicht läuft sie jetzt einen anderen Weg. Genau, tatsächlich. Das war wirklich Sinn der Sache. Dass ich einmal im Kreis laufe. Wahrscheinlich damit der Song einmal durchspielen kann. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo sie hingelaufen ist. Weil ich auf die Raben gucken musste. Ich hoffe, da lang. Wenn sie an der nächsten Kreuzung nicht steht, gehe ich, glaube ich, lieber wieder um. Na Mist, da steht sie wirklich nicht. Ah, aber es war trotzdem richtig. Oder? Es war falsch. Mist. Not this way, Zack. Nicht this way, Zack. Keep her in sight. Okay, verdammt. Ich muss mich wieder für Quicktime-Events gefasst machen. Ich hasse es. Oder auch nicht. Bis jetzt nicht zumindest. Golfschläger. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir in diesem Sanglokal, oder? Ah, nee, ich weiß nicht. Wir sind in einem Fantasie-Dungeon, würde ich sagen. I almost became a goddess of the forest myself. Although I think the look might suit me. What do you think, Zack? Okay. Schauen wir mal, wo uns Annas Geist oder unsere Halluzination oder was auch immer
hingeführt hat. Wie sieht's denn aus? Sind wir müde? Sind wir hungrig? Sollen wir kurz schlafen? Nö, wir sind eigentlich fit genug. Kein Nickerchen notwendig. Oh shit, warte mal. Ah, oh, nein, der hat uns angezündet. War da hinten nicht ein Waffenkoffer? Wir haben nämlich zumindest noch Maschinengewehrmunition in unserem Kofferchen. Das wäre gerade echt nützlich, glaube ich. Objekt herausnehmen. 10 mm Automatik herausnehmen, so viel wie geht. Ach so, mehr gibt gar nicht. Okay. Schubflintenmunition geht auch nicht mehr. Na gut. Dann wird schon reichen wahrscheinlich. Na? Okay. Ich finde das nicht nett, ey. Aber die töten sich selbst dadurch. Na gut. Und schon wieder eine rauchen, ey. Der sollte echt mal ein bisschen bremsen. Aber der zieht auch immer nur einmal dran und drückt sie aus. Er bräuchte so das fünfte Element Zigaretten, die hauptsächlich aus Filter bestehen. Bis jetzt erkennt man nicht viel. Eine Person läuft durch Gänge oder sowas, oder? Mit Stöckelschuhen. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Ich würde sagen, drei Pieces of the puzzle wahrscheinlich, so wie immer, oder? Ne, zwei nur. Okay. Ich nehme alles zurück. Schinken vom Land. Packen wir in unsere Truhe. Den Schinken vom Land. Ich dachte immer, Schinken kommt vom Schwein. Dabei kommt das vom Land. Wer hätte das gedacht? Rotbier. Als Raucher muss ich ja sagen, dass das sehr verschwenderisch ist. Das auf jeden Fall. War auf jeden Fall vor der Tabaksteuer. Nee, spielt ja in den USA, da ist er sowieso. Da weiß ich mir. Keine Ahnung, wie es da ist. Preislich. Bin wieder da. Was habe ich in der letzten halben Stunde verpasst? Jetzt pass auf. Thomas ist ein dringender Tatverdächtiger. Wir wollten zu Thomas nach Hause gehen. Er war aber nicht mehr da. Ich konnte aber feststellen, dass der Raincoat-Killer bei ihm war. Und anscheinend... man weiß es nicht genau. Thomas hat sich dann irgendwie ein Kleid und eine Perücke angezogen und hat den Raincoat-Killer getroffen. Aber wie genau die Natur der Beziehung zwischen den beiden aussieht, weiß man nicht. Offensichtlich ist er aber nicht selbst der Raincoat-Killer. Er steht nur in engem Kontakt mit dem. Vielleicht haben die ein Verhältnis, ist meine Theorie. Ich weiß es nicht. Er ist der Raincoat-Killer. Anscheinend nicht Thomas ist. Oh, es gibt mehrere. Vielleicht gibt es mehrere Raincoat-Killer wie ein Scream. Das könnte auch sein. Okay, wieder die komische Passage. Na komm schon. Lauf! Holy shit, das war knapp. Da fallen ernsthaft FBI-Marken aus den Kisten. Blut. Als ob ich den aufheben könnte in der Sequenz. Kann ich nicht. Geht gar nicht. Oh oh, oh oh, jetzt kriegt er uns aber, oder? Oh, die machen es schon spannend. Er hat eine Abkürzung genommen. Okay, muss ich mich jetzt wieder verstecken? Das Schema kennen wir ja schon.
versteck mich mal hier. Ne, vielleicht, Metatron. Es ist alles möglich. Ich meine, dass Nick nicht wirklich der Mörder ist, offensichtlich, oder? Dafür kommt der Charakter zu wenig vor und ist zu schlecht designt, zu wenig texturiert und sowas. Nick kann es nicht sein. Auch wenn der aktuell noch bei uns in der Zelle rumsitzt. Ja, stimmt eigentlich. Der sitzt aktuell bei uns in der Zelle rum. Das alleine sollte schon irgendwie Hinweis genug sein, dass er nicht wirklich der Täter sein kann. Das war doch von Anfang an klar, dass es Nick nicht ist. Ich muss die Luft anhalten, damit er uns nicht atmen hört. Meint ihr, wenn unser Ermittler mit Gasmaske rumlaufen würde, so wie der alte Kerl, könnten wir uns diese ganzen Passagen hier sparen, weil er einfach keine Geister sieht und nicht durchdreht? Ich weiß immer nicht, ob der Raincoat-Killer überhaupt wirklich hier ist oder ob wir nur total spinnen. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht alles von beidem so ein bisschen, wie das halt so ist in so Horrorspielen. Man weiß es nie so genau, was überhaupt los ist. Was ist echt? Was ist Illusion? Was ist nur in unserem Kopf? Und was spielt sich wirklich ab in der echten Welt? Wer weiß das schon? Hast du jetzt nicht lang genug nach uns gesucht? Können wir bitte weitermachen? Raincoat Killer. Ich hoffe, der Raincoat Killer wird ein Charakter in Smash. Das wäre cool, aber es ist natürlich unmöglich. Zum Glück hat der eine respawnende Axt oder so. Okay. Die Passage hätten wir auch wieder hinter uns gebracht. Zack, this is a waste of time. Let's go. Und das sagt er irgendwie immer, oder? Immer nachdem wir vor dem gerade noch so geflohen sind, sagt er, ach, weißt du was, eigentlich Zeitverschwendung, hauen wir ab. Iladrim, dankeschön fürs Folgen. Hallo. Willkommen. Grüß Gott. Okay. Irgendwie sieht das jetzt schon fast cool aus, oder? Diese Ranken, die so ein Kleid bilden irgendwie. Das hat was. Nein, nicht schon wieder. Y! Wo ist Y? Ich weiß nicht. Ich habe X gedrückt. Ich glaube, ich muss jetzt mit dem linken Stick wobbeln, oder? Ja! Na, war doch halb so schlimm. Dieser Raincoat-Killer immer.